kann nicht sein, dass die Politiker Scholz, Lindner, Habeck, Baerbock, das kann nicht sein, dass sie die Leute da hinstellen und das Geld in alle Welt verteilen. Wir haben Rentner, die müssen arbeiten gehen, die müssen Pfandflaschen sammeln. Nicht, weil sie mit den 25 Cent Spaß daran haben, sondern weil sie die 25 Cent benötigen, dass sie sich Mittag eine warme Leberkasse kaufen können, meine Damen und Herren. Wir haben Kinder, die sich nicht täglich eine warme Mahlzeit bekommen, meine Damen und Herren. Aber wir schicken 600 Millionen Euro nach China als Entwicklungshilfe. Da geht's denn noch blöder, meine Damen und Herren.